Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und ja erstmal wieder ein dickes, fettes Sorry von mir. 2 Tage gab es keine Videos, das Ganze lag einfach daran. Ihr habt vielleicht in der letzten Folge mitbekommen, dass ich eine Tour geplant hatte. Die Tour bestand aus einem E-Scooter und eine Strecke von ja ungefähr 22 Kilometer. Der E-Scooter hat eine Reichweite von 30 Kilometer. Und ja, bei 26,6 Kilometer war der Akku alle und ich musste von der Wheel of Chefy gerettet werden. Also sie musste mich abholen und ja, hat auch ordentlich Sonne abgekriegt. Also ich glaube, ich habe einen leichten Hitzeschlag gekriegt und musste mich da erstmal einen Tag ausruhen und ja, dann arbeiten von Samstag auf Sonntag. Also bin ich wieder da. Heute ist Sonntag, es ist 11.49 Uhr, der Server startet gleich sogar schon neu und ja, ich habe schon eine Aufnahme aufgenommen. Talentiert wie ich bin, habe ich diese aber gerade gelöscht, bevor ich sie hochlade, weil ich ja in der letzten Folge außersehen anstatt auf Pause auf Beenden gedrückt habe, also habe ich mir die Dateien zusammengeflickt. Die sind dann im Ordner ganz am Ende gelandet. Und da landet normalerweise immer die neue Aufnahme. Heißt, ich habe die hinteren alle gelöscht und wollte die gerade in den Upload werfen. Und habe gesehen, dass das die alte Aufnahme war. Und die neue im Papierkorb komplett gelöscht wurde, weil die zu groß waren, die Dateien. Ärgerlich. Gut, verpasst habt aber nicht viel. Gut, ansonsten, ja, viel zu viel aus meinem Wiederf. Ich weiß gar nicht, warum ich so leuchte. Hier ist gar nicht so hell drin, ne? Steht das gar nicht. Auch wenn ich die Lampe hier noch einmal, muss ich noch mehr leuchten. Boah. Gut, ich habe ganz dunkel bei mir in der Bude. Gut, schwitze ein bisschen. Hier ist warm drin, ey. Wahnsinn, ey. Letzte Zeit ist echt heiß. Gut, wie ihr in der Titelbeschreibung schon lesen könnt, geht's heute um die Liste. Ich werde die Liste heute Abend, späten Abend, abschicken an die Entwickler. Natürlich will ich sie euch noch einmal zeigen und euch die Chance geben, dass ihr da noch was zufügt. Dann ergänze ich das noch. Die Liste, so wie sie jetzt aussieht, wird nicht abgeschickt. Ich werde da schon ein bisschen was zuschreiben. Aber ihr könnt... boah, ist das hell. Wow, meine Augen. Ihr könnt ja hier einmal kurz pausieren, wenn ihr wollt. Ich scroll hier einmal ganz langsam durch. Hab noch ein paar Sachen dazugefügt vorhin. Wenn da noch was fehlt, bitte, bitte schreibt das in die Kommentare. Ich füge das noch dazu. Macht die Liste nochmal hübscher. Übersetzt sie auf Englisch und werd die auf Englisch und auf Deutsch, damit sie das selber nochmal machen können. Und werd die dann abschicken. Und das heute Abend. Okay, dann mache ich die Liste wieder weg, weil die verdammt hell ist. Wow. Und ja, sag danke für... Warum bin ich denn halt so groß? Oh, das war meine Lehne. So groß heute, keine Ahnung warum. Und ja, sag danke für die rege Beteiligung mit den ganzen tollen Ideen, die ihr mit dabei gebracht habt. Und ich hoffe, wir werden einige schaffen und werden in den nächsten Patches hier und da das eine von unserer Community wiederfinden. Bestimmt zufälligerweise das eine oder andere, aber das wird schon klappen. So, ich gehe jetzt auf den Server, zeige euch, was ihr verpasst habt, was ihr verpasst habt. Ich habe es ja nicht verpasst, ich durfte ja fleißig spielen. Hab dummerweise gelöscht. Ah, ich hab mich richtig geärgert. Ich hab gelöscht und dachte nur, jawohl. Jawohl, Tim, du bist ein Held. Aber war eh nur 55 Minuten. Gut. Uflow heißt der Roller, keine Ahnung. Ist geliehen. Aber 26,6 Kilometer hat er hingekriegt. Aber leider, Google Maps Fahrradwege wollte ich fahren. Plötzlich war kein Weg mehr da. Fahren Sie 2,2 Kilometer diese Richtung geradeaus. Kein Weg, kein Nichts. Gut, mein Moped liegt hier im Stroh, was auch immer das ist, Schilf. Und ich war in der letzten Folge hier oben. Ne? Da bin ich gestartet, da habe ich mir eine Höhle angeguckt, habe mir noch ein paar Punkte von Interesse angeschaut und so weiter und so fort. Ne? Also das, was ihr hier alles so kennt, ne? Da haben wir ein bisschen rumgeguckt. Ich war beim Gruselding da, also bei diesem Halloween-Haus, wo sich echt viel verändert hat. Ich würde tatsächlich mit euch da einmal hinfliegen. Wartet kurz. Scheiße. Doch. Ah, Headshot. Okay, ja, ich wollte zu dem Horrorhaus latschen mit euch. Besser gesagt, zu dem Eventhaus für Halloween. Hat jetzt natürlich überhaupt keinen Zusammenhang mit irgendwas, was wir gerade erleben hier.
den Wolf, den Garaus gemacht und ich dachte mir, das hat sich ein bisschen verändert. Ich glaube, hier sind wir schon richtig in dieser Schlucht. Und ja, das ist jetzt nur, weil ich es verpasst habe. Da. Oh. Oh. Schnell, 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 schnell. Das glaube ich ja Schiss, ne? Ich muss den Garaus machen, bleibt mir nichts anderes übrig. Und die Tür ist sogar noch offen von mir, lustig. So, drei. Und meines Erachtens nach sieht das hier anders aus als früher. Ja, normalerweise ist das zu. Hier bin ich einfach mal hergegangen. Also es gibt hier echt viel zu sehen. Erstmal den Kürbismann. Ganz viele Gräber. Ne, manche Leichen wurden gar nicht verbuddelt. Hier kommen noch Hände raus. Also das muss zum letzten Halloween nochmal passiert sein. 10-0 ist ein Airdrop. Ja gut, das ist mir zu weit weg. Weil wir sind ja eigentlich gar nicht hier. Ne? Das habe ich ja extra nur fürs Video jetzt. Hier liegt nochmal so ein Schweintotes. Hier wurde noch richtig krass, keine Ahnung was gemacht. Ein Knochen liegt da auf dem Tisch. Hier nochmal sau viel Blut und ein Tier. Ein geköpfter Typ. Leider kann man hier nichts machen. Und hier so ein Ritualtisch. Da habe ich ein Feuer entzündet. Aber da ist nichts passiert. Gar nichts. Gut, das zu der Ecke hier einmal. Wer sie nicht gesehen hat bis jetzt, ist ganz hier oben schön versteckt. Ne? So, ansonsten haben wir hier drin noch eine Kleinigkeit zu begutachten. Und zwar einen lebenden Zombie. Mit Zauberbücher, was weiß ich nicht was, und so eine Puppe. Am besten in die Ego-Perspektive gehen. Kirchenbank, zwei Stück. Hier hat sich also sehr viel getan. Und ich war schon ewig nicht mehr hier. Deswegen wollte ich es heute unbedingt nochmal zeigen. Der guckt mich auch mal an und dann knackt er mit seinem Genick. Lass ihn ruhig ein bisschen zappeln. Man kann ihn nicht erschießen, also keine Hoffnung. Das ist denen ziemlich egal. Ja komm, guck schon. Nein, das ist nicht das Gucken. Ja guck. Okay, das dazu. Gut, ja, das Halloween-Event-Haus hat sich wohl letztes Halloween nochmal hier ein bisschen verwandelt. Müssen wir eigentlich zu Halloween immer einmal gucken gehen, ne? Ist auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Gut. So, geschickt wie ich bin. Ach, guck mal, da steht da noch ein Stück Map. Das wollte ich ja gar nicht. So. Geschickt wie ich bin, wollte ich das auch nicht öffnen. Was ist denn da so alles Spannendes? Das Windows 10 ist ein bisschen anders alles. Habe ich jetzt auch die Aufnahme nicht beendet, sogar pausiert. Und ja, hier steht noch mein Map erkennen. Klicken wir mal ab. Und ja, wir können eventuell ein Bücherchen besuchen oder hier oben. Also ich habe schon verkauft. Ne? Also das habt ihr in der Folge leider verpasst. Und dementsprechend habe ich ein paar Taler wieder auf der Tasche. Also ich habe das, wie heißt das, AK-74 verkauft. Ein bisschen Krimskrams, die Flasche Wein können wir mal wegwerfen, Magazin gefunden und insgesamt das hier an Talers gefunden. Ich weiß gar nicht, wir hatten keine Taler mehr hier drin. Und sonst habe ich eigentlich nicht viel geschafft, ne? Also war nicht viel. Ich muss auf jeden Fall tanken, das ist wichtig. Da weiß ich nicht, wo eine Tankstelle kommt jetzt tatsächlich. Mal auf der Map schauen. Wir befinden uns da. Höhle, das ist ein Mann, nicht so immer. Gott, die nächsten Tankstellen sind ja x Millionen Kilometer weit weg, ey. Das ist ja scheiße. Ich sehe das so, damit ihr jetzt nicht mehr denkt, ich schiebe hier oder so. Hier sind Specials. Das sind WW2-Bunker. Das sind Höhlen. Das sind Punkte, wenn ich mich spawnen will zum Beispiel. Aber dafür muss ich jetzt da drauf drücken. Das ist natürlich der Händler. Bunker. Und hier oben ist die spezielle Satellitenanlage. Und ihr seht, weit, weit, weit weg von jeglicher Tankstelle sind wir. Ich habe das Gefühl, ich muss laufen gleich, wenn das so weitergeht. Ich würde auf jeden Fall gern da gucken gehen. Was ist das, der Bunker? Ne, das ist der Bunker und das ist die coole Stelle, oder? Was ist denn dann hier? Gucken wir erstmal hier, warum nicht? Schieb das wieder weg. Das ist nämlich da. Ich glaube, das ist tatsächlich die Stelle, wo ich immer so gerne war früher, vor dem Bunker, weil da ist der Bunker, wo wir immer reingegangen sind. Nein. Machen wir uns doch mal auf die Socken, ne, Richtung Süden. Das war das jetzt, ne? Mein Gott, ich komme schon durcheinander.
So, und dann, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin, darf ich sie nicht löschen. Dafür will ich jetzt ein bisschen Loot sammeln, ein bisschen Kohle noch. Ich weiß gar nicht, wie viel wir zu Hause haben. Ich würde vergessen. Ich glaube, ich fahre richtig, ne? Ja, so grob. Ich habe schon ein paar Unfälle gebaut, aber das mit dem Sprit gefällt mir gerade gar nicht. Bei Timmy Town haben wir ja eine Tanke. Oh, Server Neustart. So, aua, Server neu gestartet. Warum fliegst du denn rum, Steffi? Hör auf. Und hör auf zu boxen. Gut, ich habe voll gute Laune, Leute. Weiß gar nicht, warum. Gut, hier sind wir dann gerade beim Server Neustart am Stehen geblieben. Genau, da könnten wir eigentlich die Straße Richtung, ja, Süden nutzen. Weiter geht die Reise und wir haben echt ein Problem, was der Treibstoff betrifft. Ich weiß nicht, ob ich noch bis zur Timmy Town komme. Könnte eine Rennerei werden. Hier erwarte ich eine Straße, aber machen wir mal richtig südlich. Dann rollen wir ja bergab noch bis Timmy Town. Mit ein bisschen Glück. Ein Kanister, so schlau war ich nicht. Wie gesagt, in der letzten Folge, die ich gelöscht habe, ist auch nichts Großes passiert, Gott sei Dank. Wir haben Rico getroffen in der Safe Zone. Ein paar Zombies gemetzelt und das war's. Jetzt müssen wir langsam mal was erkennen, wo wir hinwollen. Falsch gefahren, weil wir haben ja so viel Sprit, ne? Da kann man erstmal komplett falsch fahren. Macht am meisten Sinn. Keine Langwaffe dabei, das ist das Problem, falls wir jetzt irgendwie angegriffen werden von einem Spieler oder verteidigen uns müssen. Das ist natürlich sehr tricky, ne? Hier laut Map wird schwierig. Vielleicht finden wir einen Kanister, wer weiß, mit 4 Einheiten oder so. Aber hier habe ich immer gerne gelootet. Wir müssen auf jeden Fall querfeld einfahren. Ist das ganz glatt vor? Wenn wir hier losfahren wollen. Ich packe einfach mal eiskalt hier vor. Ja, der Sprit, vielleicht reicht er ja noch aus. So, Katana ist fast frisch geschliffen gewesen. Habe ich nochmal gemacht. Liegt einfach mal ein Pistolenmagazin. Ein SF9 Magazin habe ich noch gefunden. Ein Hammer liegt da rum. Ich finde es ein bisschen komisch. Check einmal kurz meine Waffe, nur aus Sicherheitsgründen. 2 von 7 ist wenig. Falls dann doch jetzt irgendwas passiert, Toss. Weil ich habe ja noch Munition, die ich auch ein bisschen gefunden habe. Also ich habe nichts ermogelt mir oder so, keine Sorge. Alles in dieser Aufnahme passiert. Ich fand halt den Spot halt zu geil da, ne? Diesen, da. Den Spot halt zu geil, ne? Diesen Halloween-Spot, den habe ich mir halt ewig nicht mehr angeguckt. Oder ist das falsche Magazin, Tim? So. Mal einen Slot wieder frei machen. Pistolenmagazin kann dahin. Ist mir egal, wo du bist. Ich habe ein bisschen verkauft und ein paar Talers gemacht. Ne? Das Zeugs brauche ich gerade nicht. Eine kleine Büroklammer. So, und dann laden wir mal nach. Dafür muss ich auch die 3 drücken. Können das Magazin auch weiterhin füllen. Wieso hängt da jetzt oben wieder eins? Egal. Schlauer wäre, das Geld im Motorrad zu lassen. Aber gibt es einen Schlau? Weiß es nicht. Eine schöne Nigenjacke. Das ist IO, ne? Betreiben. Die Flasche ist da in der Ecke gestellt? Nee, Quatsch, aus dem Feuer. So, da liegt ein Hammer. Das sind diese wunderschönen Bunkeranlagen. Viva. Den wird keiner liegen lassen. Volle Pistole. Einfach mal schnell in die Tasche schmeißen. Viva, den kann ich mir in der Hand nehmen. Oh, der ist aber auch ganz schön in der Fritten. Wo
Ich habe kein Nähzeug mehr, brauche Knochen. A Nadel. Das hätte sich keiner durch die Latten gehen lassen, Beaver, oder? Aber der war relativ kaputt, vielleicht wurde er auch getauscht. Das ist nicht. Sagen. Bitte Moon? Naja, das Server ist ja auch neu gestartet, ne? Auch mal was Neues dann. Wenig. Was denn? Achso, Gammelfetzen. Spannend wird der Nachhauseweg gleich. Also besser gesagt, der Weg zur Tankstelle. Dasselbe, ne? Das sind eigentlich die interessantesten Spot-CD-Teile. Relativ interessant. Ja, und dann die Halle natürlich. Wo ein Zombie schläft. Okay. Vorrat Boots, Gewürze. Oh, die Boots sind so riesig, ne? Die sind so riesig groß. Ach nee, kann ich ja gar nicht. Bitte. Bin ja leer genäht. Mach ich ja gleich mit dem Quiver. Da passt doch niemals mehr Moped rein. Kenne ich das schon? Kann ich kennen. Trendy. Ja, vielleicht kriegen wir da auch mehr Funktionen durch unsere Wunschliste. Hier kein Zombie haben, bin ich hier fast wohl. Wie viel eigentlich? 68. Das habe ich ja gehört. War klar. Natürlich kein Gewehr oder irgendwas mal, ne? So ein M16. Pistolenmagazin. Kann ich euch mit tot werfen, so viele habe ich schon. Schade, war der Weg nach hier für die Katz. Bis hierhin jedenfalls. Aber wir haben noch hier eine Halle. Relativ interessant. Oder die oder die andere, ich weiß nicht. Sojasauce. Das kam nicht. Gut, war noch gut im Schuss, ne? Der war nicht gut im Schuss. Boss, echt, wir haben es gemerkt mit der... Mit der Tomate, du brauchst gute Sachen. Du brauchst saugute Sachen. Wenn du ein gutes Essen machen willst. Sonst verdirbt dein ganzes Essen nur wegen einer Zutat, was sogar logisch ist, ne? Also, wenn du mir ein bisschen was spendieren würdest, Spiel, würde ich mich schon freuen, ne? Also, wenn wir jetzt so einen kleinen Erfolg feiern würden. Ich sehe da hinten so blöde Ohren. Güte. Eine Weste, aber eine Gammelweste, bräunig. Da hinten kommt nur eine Kantine, mehr ist das nicht. Hier hast du sonst nicht wirklich spannenden Militärloot noch. Also. Da oben ist vielleicht noch was drauf, aber. Soll man sich in Gefahr begeben? Für so eine Kiste, die da liegt. Da liegt nur eine, glaube ich. Lieber weg. Da passt da auch nicht mehr in meine Moped. Obwohl, wenn wir können die Sachen da reinlegen, ne? Ist das immer ärgerlich. Das Quiver. Aber... Will nicht so lange an einer Stelle stehen. Kann man ja so ein bisschen Tetris machen, ne? Passt das schon. Okay. So, jetzt muss ich mir. Jetzt habe ich schon gestartet, das ist nicht schlau. Muss hier hin zur Tanke. Das heißt, ich muss einfach nur südlich
Wie im bescheuerten südlich fahren. Als ob es kein Morgen gibt. Zur Tankstelle zu geraten. Ich muss erstmal drehen. Letzten Tröpfchen Treibstoff. Und das bringt meine ganze Planung natürlich komplett durcheinander. Oder? Aber ich muss nicht über allzu hohe Berge. Nein, durch ein Tal. Ich werde sowas von zu Schrott fahren. Das sieht ja fast gut aus, ne? Ist das noch in der Sales und die Tanke? Ja, ne? Aber. Aber bergauf ist egal, ne? Also verbrauchen wir nicht mehr Treibstoff. Gut ist nur, wenn sie langsamer wird, weil auf glatt Schnee und so fährt sie halt wirklich teilweise richtig lahm. Schnee hat es mir ganz gut gefallen. Man fühlt sich hier so ein bisschen sicherer, weil die Spieler das scheinbar auch ein bisschen eher meiden. Zu schnell? Achso, ich wollte absteigen aus Versehen, ja. Nee. Leitplanken, unendliche Leitplanken, Leute. Ich würde mir einen Strich durch die Rechnung machen. Oder? Ja. Oh, das mache ich auch noch auf meine Liste. Kaputte Leitplanken hier und da, weil es echt bescheuert ist. Du kommst ja nicht... Das gibt's doch nicht. Das ist eine Crossmaschine, Mann. Fuck. Boah, das wäre sowieso sehr riskant gewesen, ne? Oh, mein Treibstoff! Ah. Boah, sieht geil aus. Kommst du nicht rüber, ey? Das ist so albern, ne? Leitplanken, hört doch jetzt auf! Wenn du hier Minen legst, dann, ja, dann kannst du jeden töten. Dann kommt der nirgendwo anders lang mit dem Fahrzeug. Da hinten hören die Leitplanken auf, da kann ich da ein bisschen ausweichen. Jetzt dann halt zur Burg, aber zur Burg schaffe ich es nicht. Oh, das wird mutig. Oh nein, da sind schon wieder neue Leitplanken, ich muss aufpassen. Du bist rutschig. Nein, 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 das wird ganz gefährlich. Nie wieder hoch. Da lang. Egal. Nicht hängen bleiben. Oh Gott. War sehr riskant, aber wartet. Oh nein, das ist wieder so eine Lücke. Die kriegen wir schon irgendwo hin. Man, muss jeder Stein unüberwindbar sein? So. Die haben ja keinen Sturzschaden, wenn ich mich nicht täusche. Nur Explosionsschaden. Oh nein, das ist ganz gefährlich. Tim, was machst du? Das ist die dümmste Ecke, die man nehmen konnte. Warum ist das alles voller Steine, ey? Nur was ein Berg ist? Oh nein. Flieh ich einfach, flieh ich, Moped, flieh ich. Schaffen wir. Muss den kürzesten Weg nehmen. Ist einfach so. Und jetzt nicht die Straße nehmen. Ahne es. Oh, das rollt, es rollt. Nicht fahrbar. Baby, roll. Guck mal, das kann ja nicht klemmen. Das geht ja gar nicht. Jetzt einer beobachtet, ne? Hat auf jeden Fall ein goldenes Katana. Genau, kipp um, mach Sachen. Das sieht böse aus. Ich glaube, das mit dem Sprit hat sich gleich erledigt. Ich ab. Los. Das hat sie ein bisschen nach vorne gedrückt, ne? Wagen. Wow, das fährt schon alleine. Super. Danke. Ein gewagter Sprung und wir kommen schon. Och. Hängt's hier fest. Gibt's um. Jetzt kann ich es fahren. Ah, was? Kannst nicht fahren. Pick up. Komm. Oh Gott.
Das ist einfach dafür nicht gedacht, ne? Von dem Spiel her. Du guckst es nur an. Ah, genau. Die andere Seite, die ist besser. Und einfach Gas geben. Gas geben und darunter purzeln. Dann haben wir es fast geschafft. Da unten ist die Straße, Mann. Wuh! Treibstoff scheiße. Ich bin in Timmy-Town. Ah, ich wollte doch gar nicht davor fahren. Kann also nicht mehr weit weg sein von der Tanke. Südlich. Kann ich. Jetzt fahr. Wow. Heute wird bei den Eltern gegrillt gleich. Also. Freue mich schon. Ich bin seit 5 Uhr wach. Nach Hause kommen, sofort schöne Scam-Folge aufgenommen. Und dann lösche ich sie natürlich. Hellenhaft, wie ich bin. Ist jetzt die Tankstelle leer, dann lache ich mich tot. Was brumme ich denn jetzt die ganze Zeit? Ich habe zu tun, Andy. Warum gebe ich eigentlich so ein Gas? Ist das die Tanke vor der Nase? Ja, ne? Weil wir einen Zombie vernichten, der uns... Basis. Wo ist die Tanke? Da! Nein! Scheiße! Ne, hier. Ach, nicht, die ist eingebaut. Da ist eine schöne Tankstelle. Oh, ich hab mich schon erschrocken. Das würde ich mal auf den letzten Tropfen sagen, ey. Zombie. So, kein Sprengzombie. Hau ab. Ich kann jetzt hier so viel fahren, Zombie. Einen krieg ich ja hin, aber nicht so viele. Mein Katana, warum ist das auf 4? Da kommt der Dünne. Hier bin ich. Kommst du her? Fuck! Boah, ich hab vorhin, das wäre ein Sprengzombie gewesen. Das wäre die Katastrophe. Könntest du gleich Knochen machen? Der Treibstoff sollte reichen. Jetzt habe ich es ja nicht mehr weit bis zur Tankstelle. Und wir sind sogar in der Safe Zone, ne? Ja. Stell denn her eine Knochennadel. Wir können 3 Stück rein technisch machen, aber so viel brauche ich jetzt nicht. Also reparieren. Warum geht das eigentlich nicht? Warum? Warum kann man aus denen keine Knochennadel dann machen? Muss ich den erst wegmachen? Extra das Menü auswählen. Ey, voll gemein. So, ach, das fühlt sich wohl an in der Safe. Zap, zap. Wie kommt ihr klar mit der Hitze in den letzten Tagen? Also gestern auf der Arbeit. Ich bin einfach nur dahin geschmolzen und wollte mich nie bewegen. Aber wenn der Melder piept, dann müssen wir uns bewegen. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Hatte auch 9mm Patronen. Stirn wieder hingebummelt. Ach, ich bin halt ein Verbummler. Ah. Alles reparieren. Du bist alles eigentlich nicht ganz gut. So, Moped. Einmal voll tanken, bitte. Boah, das war knapp. Wir sind jetzt aber auch wirklich weit gefahren, ohne zu tanken. Das ist echt gut geklappt. Das wäre schon wieder ein Zombie. Böser Zombie. So. Einmal reingelinst. Moped ist voll. Ein sehr gutes Gefühl. Durst hat sie, Hunger hat sie.
Zwiebel ist nicht mehr gut in Schuss. Kaffee ist mir egal. Ob der was bringt im Spiel. Kasse ist leer. Rotgewehr. Zange. Bar. Gut, dann müssen wir uns mal einen Plan machen, weil das war also von mir aus gesehen nicht geplant. Ich würde ja gerne auf dem Airfield looten gehen, aber da weiß ich ganz genau, dass da wieder andere Spieler rumeiern. Aber eigentlich könnte man es ja wagen, warum auch nicht. Wenn einmal eine Schießbahn schauen, wenn der Kopf wegfliegt, dann fliegt der Kopf halt weg. So ist das Leben in Scum. A2. Das A2. Achso. Na guck mal, hier könnten wir schon mit dem Boot hinfahren, wenn wir zu Hause wären. Supermarkt habe ich noch keinen. Ja, Hunger, Durst. Sollte doch beendet werden. Aber ich würde schon gerne Schießprügel mitnehmen. Bei 75% sagt es noch nicht, schmeckt komisch. Gut, ja, ne? Alach. Borat-Jacke. Sieht aus wie Motorradhose, ist aber keine. Das sind mal die Stiefel hier, das ist ja albern. So einen Riesenklotz mitzuschleppen. Und man kann ja auch Glück haben jetzt, ne, am Airfield. Es ist zwar schon 12.24 Uhr. Ich nehme schon eine halbe Stunde auf. Was kann denn passieren? Ja, die unendlichen Leitplanken begleiten uns jetzt wieder. Der Sprit ist voll. Kann man eigentlich sehr gut auflauern, ne? Wie gesagt, der Spieler hat mit einem Fahrzeug keinerlei Chancen, links oder rechts zu fahren. Jetzt habe ich mich verfahren, wartet. Hallo, Zombie. Left ist jetzt, obwohl ist aber ganz schön groß. Eine wirklich große Safe Zone. Was ist für ein gelber Punkt da? Muss gucken, warum da ein gelber Punkt ist. So noch gar nicht aufgefallen. Aber direkt auf zu, ist das das Militärlager, das kleine? Die Höhle? Aua. Oh, schieß. Hallo. Eventzone, Sniper Range. Lasst mich! Ihr Militärzombies. Wow! Offene Lücke finden. Mutig, ne? Was? Nix offen. Ja, Mann. Anlauf nehmen. Das ist die Eventzone. Ich glaube, mir ist jetzt einer sniped. Warte, dass auf den Schießbahn Spieler kommen. So. Ja, keine langen Waffe. Wir können nicht mal schauen. Ich habe auch mein Fernglas verkauft. Mann. Ob da ein anderer Spieler umsnippt. So wenig Chancen, den auszuweichen. Ach komm. Bremst doch schon. Alter, ey. Das ist ja nicht mal bergauf. Ernst? Also es ist bergauf, aber
Komm ich mit einem Dreirad hochgefahren. Muskelkraft. So. Ah, hier sind wir hinten drum. Okay, ah, perfekt. Nehme ich die 5 Hallen. Park hier. Am Strommasto. Im Gebüsch. Ich habe jetzt nicht wirklich den Platz machend. Ich glaube, der ist leer. Ah, was bin ich da? Wenn ich da nicht mit einer schicken langen Waffe hau, dann weiß ich auch nicht. Der andere Mech, weil der läuft jetzt. Warum lief der zu mir hin? Omas kann ich mir wohl merken, oder? Hier enden leider die tollen Gebüsche. Ein schönes Stückchen bis dahin, ne? Oh. Vielleicht schaffen wir diese Halle. Können wir uns da ein vorarbeiten? Ich hab Angst. Oh, geht er weit weg. Aber der andere kommt. Ihr fahr. Da ist ein komischer Bogen. Aber das Gebüsch ist perfekt, ne? Und davon ist noch ein. Der geht weit weg. Der lässt uns ja völlig in Ruhe. Und der kommt nochmal. Erwischt einen wirklich vom Alleredelsten. Und der andere nehme ich wieder. Oh, wo läuft der lang? Das dreh ich oben, hau woanders hin ab. Perfekt. Kommt es auf mich zu, super. Wichtig ist, dass der einen ja nicht sieht, weil er mich tötet oder er mich verpetzt. Wenn du leise da rein flitzen kannst, ist es nämlich besser. Ich hoffe, der sieht mich in diesem Gebüsch nicht. Der hat mich schon. Wegen, ich hasse es. Der andere. Der sieht mich, die sehen hier voll weit. Ein Sniper hat mich irgendwie auf dem Schirm. Der macht ja so einen komischen Bogen nach der Seite da, ne? Das ist ja nah. Geklappt. Weit. Schwer. Den warte ich noch ab. Jetzt dabei meine Schuhe. Ach, wir haben den Rucksack drauf. Tschüss. Okay. Also wenn wir jetzt nichts Schönes finden. Extra ein leerer Rucksack dabei. Jetzt nichts, was ich da gelbe ist, eine Blume, ne? Leer. Ja, nee, Hut, wow. Lange nicht mehr getraut, mich hier durchzulooten. Und Mahlzeit schreien. Ich hab aber Huhu. Nee, Huhu. Nein. Da liegt auf jeden Fall schon mal eine Schrotflinte. Oh. Ja, da verkaufen. 100%, die war im Airdrop drin. 2 lang direkt. Na, da will ich. Könnte gefunden. Nee, das war ja.
Haben wir die schon gefunden? VHS 2? Na, die habe ich ja komplett repariert, ne? Erster Event. Discord-Treffen. Am 28.08. Daran denken. Viele wie möglich. Ich werde versuchen, da zu sein, wenn ich nicht wieder Dienst habe. Die haben es fragen mich aber auch nie. Mal von der Seite einfacher, weil nur ein Mech rumläuft. Was? Pick up zu verkaufen. Geht er jetzt lang? War ja klar. Okay, schön, habe ich Ersatzteile für. Ah, ein bisschen. Sehe ich hier auch was? Maria-Räusche. Oh. Zwei Hüte liegen schon. Liegen noch viel mehr Hüte. Parierset oder so. Let's go. Braucht man nichts aufschließen. Brauche ich nichts nageln, außer die Steffi. Na, das habe ich nicht gesagt. Fünf Witziger nehme ich immer gerne mit. Munition. Leben riskieren, ne? Für so ein bisschen Opel-Kram, der hier rumfliegt. Ne? Das ist 38er. Der hier treibt. Was noch nicht von da, was kommt. In meine Richtung, dann haut er wieder ab. War schon leer, Mann. Der genau davor stehen. Oh, das war knapp. Ja, eigentlich nicht einen einzigen Zombie hier drin. Dass mich das ärgert. Ich muss auch wieder Leben wegkommen, ne? Ich sehe schon wieder augenscheinlich nichts. Am Magazin. Dass wir eine AK haben und die Munition dazu. Jetzt höre ich so langsam zum Spawnen. Und die Cappies. Schrotmunition, ey, das ist. Findet man so viel. Das ist ein Sack. Oh, guck mal. Den benutze ich letzte Zeit ja sehr oft, die Waffe. Sehr gern. Hier wohl drin sein. Ein Schloss. Hat aber auch ein Timing, dass man warten muss, ewig und drei Tage, ne? Der Mech. Der TÜV. Technisch? Bin mir nichts. Muss, dass sie keine Augen hinten haben, ne? Das ist ein Roboter, der könnte ja auch Kameras hinten haben. Oder mehr Sensoren. Da liegt irgendwas auf der Kiste. Sieht scheiß langweilig aus.
Oh yeah, Hütte. Juhu. Gefunden. So, werden wir gleich rausfinden. Munition habe ich noch nie hergestellt. Ne? Pistolenmunition kann ich herstellen. Ich habe gar keine Ahnung. Sind die denn zuverlässig, diese Schüsse? Oder sind die Schrott? Die selbstgebaute. Das hier? Schon geil aus. Butter oben drauf. Pistolenhäuser, genau wie ich erwartet habe. Ich glaube, das ist aber sogar einiges wert. Wir haben ja gerade Platz, also nehmen wir das doch gerne mit. Eine Container noch. Oh, der kommt genau immer dann, wenn ich fertig bin. Der Arsch. Und dass der Sniper mich im Visier hat. Noch nicht zu früh, nicht zu spät. Wow. Das war ganz knapp wieder. Kein einziger Zombie drin, ey. Respekt. Respekto. Meine Mütze, die habe ich schon verbummelt. Ich glaube, da können wir gleich gut raus vorne. Der letzte ist besser, weil er läuft weiter weg. Hätte mehr erhofft, ehrlich gesagt. Mann, so eine doofen Blendgranaten. Für ein Event sind die lustig, doch nicht zum Zocken. Wem soll ich denn blenden? Denn mich? Okay, das war's hier. Dieses Pulver haben wir tonnenweise gefunden. Sonst nichts. Schade. Auf wir. Ein bisschen, was ist es ja? Okay, der ist da, ne? Ich mag keine Cookies. Kannst ja machen, was du willst, blöder Arsch. Schau woanders hin ab. Den habe ich auf jeden Fall nicht auf dem Schirm gehabt. Scheiße. Und der kommt genau dann, wenn man ihn nicht braucht. Ja, guck mal, der Mensch. Ah, der trampelt den Tod. Petzt hat er auf jeden Fall schon mal. Der Hund. Einfach einfacher. Dann was Neues gelootet. Gespawnt. So, der Mech ist erstmal wütend. Ich habe den nicht mal gesehen. Das ist scheiße, weil der verpetzt sich so dermaßen deine Position. Kacke. Die sind gar nicht mehr so weit weg von zu Hause, ne? Da beruhig ich, ne? Die Tür ist mal nicht auf. Alter, warum sind das zwei? Jetzt geht's ja wieder ihre Otto-Normal-Route, oder? Der geht ganz, 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 ganz weit. Andere. Die geht auch weit. Okay, Marsch, Marsch. Dürfte nichts passieren.
Laut Adam Riese. Thomas, ich komme. Hui. Das war nur ich, oder? Geschossen. Schießt einfach, geht einfach erstmal weiter. Also, der hat mich auf dem Schirm gehabt. Ja, verpiss dich. Warm, wir müssen noch winterlich, wir sind noch winterlich bekleidet. Weg hier! Mann, mutig! Mutig waren wir heute mal wieder! Wow. Das nicht kann, ne? Weiß ich auch nicht. Boah, was ein Feld. Einfach ganz doll Richtung Süden. Da ist die Schießbahn, scheiße. Auch nicht mit Vollspeed drauf fahren. Ach, das ist mir immer bumm. Steffi peitschte Malz im Gesicht. Da kommt eine Straße. Eine Straße fahren, ja. So südlich. Ja, Schnee, habt ihr leider die Folge verpasst, wo ich es ein bisschen erkundet habe. Aber ich habe ja wenigstens einmal nochmal die Hütte gezeigt. Auch wenn es ein bisschen doof war, aber egal. So genießen wir doch die Aussicht hier. Wunderschön. Wenn wir keine Kugeln fliegen. Ist es doch ein wunderschönes Spiel. Also voll habe ich die Taschen jetzt aber nicht, ne? Muss ja echt viel weh sparen, wenn wir wirklich südlich fahren. Ich habe ein Reparierset dabei, also zur Not, wenn ich wirklich einen blöden Crash baue. Dumm wäre sich nur festzufahren. So seltsam stellen, ne? Hui. Voll Gas durch den Dschungel hier. Uah. Man lernt nie aus, ne? Immer etwas verrückt. Ne? Im Wald? Okay. Oh. Ist no risk, no fun. Guck mal hier, siehst du, so ein Crash zählt gar nicht. Wenn ich zu gut bin. Irgendwas Rotes, da kommt eine Ortschaft. Die Straße da lang. Okay. Ich kann mich mit Moped nicht teleportieren, ist nicht drin. Ich muss mich mit Moped wirklich immer bewegen. Hier noch ein alleinstehendes Haus. Hallo. Tschüss. Da gucken wir in die Brücke, ne? Yep. Ja. Und so sauspät sieht. Schon fast zu Hause. Boah, mal quer über die gesamte Map bewegt in der einen Folge mit der jetzt hier. Irre. Überall so kleine Häuschen, ich finde das echt schön. Das ist nochmal eine Tankstelle für Boote. Das ist ja eine Ortschaft, ne? Wo ich ja nicht hin wollte. Dass es nach Mechs riecht.
umorientieren hier. Was habe ich mir da scheiße gefahren? Ich muss den Weg fahren bis der Ort wieder da. Die dicke Straße kommt. Bis jetzt ist er aber echt gut rumrum gekommen, ne, was Unfälle betrifft. Boah, jetzt habe ich es gesagt. Schlau war. Muss er einmal bremsen, da wird man so ultra langsam, ne? Das nervt so ein bisschen. Da wollen wir hin. Das ist auch ein bisschen wahrscheinlich ein sehr schlechtes Ziel für Spieler, weil das schon sehr flink ist, ne, mit fast 90. Auch wenn es für ein Moped hier sehr lahm ist. Da fährt meine 125er, fährt 140, ja, aber ist halt skillabhängig. Also auch 140 ist voll lahm, ne, auf der Autobahn überholt dich jeder Karren. Das ist mit Motorrad voll peinlich. Aber tue ich immer so, als ob ich einfach nur gemütlich fahre. Die Karre, die R125 sieht halt aus wie ein großes Motorrad. So. Aber ich will mich jetzt anmelden für Klasse A, aber mir fehlt die Kohle. Nur ein bisschen Livestream oder so, dann verdiene ich mir das vielleicht zusammen. Da kommt die große Brücke. Ich wollte gerade nämlich zur Fahrschule gehen und habe gemerkt, es ist Sonntag. Wenn man so einen Beruf hat wie ich, dann hat man das nicht so mit Wochentage leider. Dann ist leider nicht so spannend. Man vergisst ständig, dass man eigentlich Sonntag hat. Oder morgen ist zum Beispiel Sonntag, dann vergisst du einzukaufen. Super ärgerlich. Da musst du ganz teuer eine Tanke dir Essen kaufen. Oder Zombie. Dann eigentlich, warte. Oh, geht sofort in die Ego-Perspektive, sehr ungewohnt. Aber ich muss noch ein paar Schießübungen machen mit Motorrad. Da lenkt die ganz anders. Hier kommt jetzt kein Zombie, war so klar. Boah. So, wenn wir schon mal hier sind. Muss auf die Map bauen. Wenn wir schon mal hier sind. Kommt nämlich gar nichts. Kommt links, kommt. Wie lange sind wir schon dabei? Scheiße, 58 Minuten. Ja, ich war ja mutig. Dann ist das, was wir nichts gemacht hätten, ne? Erwischen wir noch einen Zombie hier mit der Knarre. Wow! Roadkill. Man gibt damit rechts Gas. Wie macht ihr das? Weiß ich nicht, warum ich jetzt hier anhalte. Hat einfach Lust. Hat er? 6 Einheiten. Aha. Ist da, haben wir welche.
Ist halt spezifischer Loot. Kannst du sagen, was du willst. Genau das findest, was du suchst eigentlich hier, wenn du hier hinfährst. Man erwartet sowas. Ja, Batterien, Werkzeuge, Dildos, nein, das erwartet man hier nicht. Ja, und Kabel und so. Hier erwartet man auch Spieler. Oder wollen wir heute mal drauf verzichten? Sind aber da. Nur wo? Und mit Schleppen näher. Viel zu hoch. Mach mal, damit man eine auf Reserven hat. Man weiß ja nie. Motorrad braucht keine Batterie, das Flugzeug braucht keine Batterie. Ein Auto braucht Batterie. Ein Auto muss ich mir ja doch kaufen. Habe ich ja komplett im Sand gesetzt. Dann können wir hier fahren. Auf geht's gen Heimat. Ja, alle hier. Kann ich auch checken? Kann sie nicht. Das wäre witzig. Den Waffenladen können wir uns mal angucken. Ist halt mit links Gas. Das war knapp. So ein bisschen gemütlich. Ja. Da sind wir Offroad ja geprüft. So. Puh. Steck die Pistole weg und dann nimmst du sie wieder in die Hand. Na, war hier schon einer oder war hier noch keiner? Wir schwitzen ganz schön. Wir müssen uns wieder ein bisschen sommerlicher anziehen hier. Jo. 40er. Immer lecker Schmecker. Weiß nicht, Messer sieht irgendwie wertvoll aus. Weiß auch nicht warum. So toller, überhaupt nicht Loot. Schon? Nein. Für Kiste habe ich die schon. Ja. Okay, toller Waffenladen. Keine Waffen im Waffenladen. Die hat da sogar eine Tasche für eine Waffe. Seht ihr das? Da, an dem Knie sozusagen. Da ist doch die Möglichkeit bestimmt gegeben, eine Waffe irgendwann mal reinzupopeln. Kann ich mir eigentlich drehen mit. Okay. Schön weit. Oha. Boah, ist das Ego eklig. Bin mal gespannt, ob die Fernbedienung noch funktioniert. Ich hab's ja nicht gedrückt. Entfernung nicht. Geht mal wieder nicht. Was ist das für ein Scheiß? Wir machen denn so eine Fernbedienung? Die gar nicht geht. Immer ist es leer. Einen Kassensturz machen gleich. Fahrrad.
vielleicht schon mal ein neues Auto gönnen können in der nächsten Folge. Das einfach ganz brav einparken. Dann mal ganz kurz schauen wegen dem Geld. Hier Geld und wir haben im Täschchen noch Geld. Und sehe hier kein Geld. Das muss ich erst später sortieren. So viel Kuddelmuddel. So, du kannst mal wegpacken. Dazu mehr. Das Ding. Das Ding. Der Rest kann erstmal geparkt werden. Das sortiere ich dann später. Was? Wir haben so viel Salz, boah, krass, was hat denn sich die Mühe gemacht, hier so tonnenschweren Salz herzuschleppen? Brot ist da, alles ist da. Eine Rap-Kiste. Echt frisches Futter. Und die haben wir aber jetzt mehrfach, ne? Ja, nice. Ne, solche habe ich immer noch nicht. 2 Einheiten. 40. Dahin. Ja, Block 21 Waffenteile. Block 1, nee. Da ist 9. Wieso kann ich das nicht reparieren? Keine Ahnung. Sollte man reparieren die Dinger, oder? Egal, ab da rein. Zu den Kanister. Ja gut, das haben wir schon gefunden. Schade. Ja, den Rest, den sortiere ich dann später. Wir wollten ja einen Kassensturz machen. Ach, haben wir viel Zeug sehen. Holla, die war 40.000, so 43.441 Penunzen, und wir haben da wieder falscher Gang. Ich glaube, noch ein bisschen was zu verkaufen. Ne? Ja, ein paar hässliche Jacken und Hüte. Immer noch ein bisschen Talas mitmachen. Oh, hier ist noch eine Kohle. Anders vor einer. Tech and One. Komm mal hier. Eine neue Tech One fertig. Ja, mit 20% will ich sie nicht fertig kriegen. 96 ist so. Und da fehlt denn die hier. 98. Habe ich gar keine mehr. Da. M. Uno Bayonett. Ach, da ist es. Ich habe mich schon gedacht, ich hätte sie verbummelt. Sag ich an der Stelle Dankeschön fürs Zusehen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Scam. Bis dann. Erstmal eine Pause, mal Eier machen.